Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, welches Produkt ihr zuletzt aufgebraucht habt und ich zeige euch jetzt meine Produkte. Als erstes habe ich einen Sugar Scrub von L'Oreal aufgebraucht. Das habe ich vor einiger Zeit mal beim DM gekauft. Das ist aber schon 2 bis 3 Jahre her, also wirklich schon relativ lange. Ich habe nur sehr, sehr lange gebraucht, das aufzubrauchen. Mittlerweile kann man es beim DM auch nicht mehr kaufen. Dafür bekommt man das aber noch bei Douglas, Amazon und anderen Online-Shops. Und das hier ist einfach ein Zuckerpeeling. Das ist so bräunlich gewesen. Hier ist leider gar nichts mehr drin, deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Und da waren so ganz feine Peelingkörner drin und das war dann in dem Fall Zucker. Und damit habe ich mir mein Gesicht öfters gepeelt, vor allem so um die Nase herum. Und das war immer super wirksam und hat wirklich sehr, sehr schön gepeelt, ohne dass das irgendwie unangenehm war. Also die Peelingkörner waren genau richtig groß, waren schön fein und damit konnte man sich sehr präzise peelen. Es gibt ja so Peelings, die haben so sehr grobe Körner mit drin. Und das tut dann je nachdem ein bisschen weh oder ist unangenehm auf der Haut. Oder ja, man kann nicht so sein ganzes Gesicht peelen, sondern das ist immer nur so stellenweise. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall hat mir dieses Sugar Scrub hier sehr, sehr gut gefallen. Als Alternative kann ich euch von Balea das Sugar Scrub weiterempfehlen. Das ist ja in so einer Maskenpackung. Das kostet auch, glaube ich, nur 50 oder 60 Cent. Und das duftet auch ähnlich wie dieses hier nach Shea Butter und Kakao. Und deswegen finde ich das auch super. Ich würde mir das nochmal kaufen, aber ich werde jetzt erstmal das von Balea verwenden. Als letzten Schritt meiner Gesichtsreinigung verwende ich immer ein Thermalwasser von Avène. Das sieht so aus, beziehungsweise habe ich da eigentlich eine große Flasche und ich kaufe mir auch immer so kleine Flaschen, wenn ich mal verreise. Und ich war ja vor 2 Wochen in London, hatte dieses Produkt hier natürlich wieder mit. Ich bin mit Handgepäck geflogen, da war das hier sehr, sehr hilfreich. Hier sind nämlich nur 50 Milliliter drin und somit kann man das super auch im Handgepäck mitnehmen. Und darauf kann ich einfach nicht verzichten. Also ich habe das Gefühl, das beruhigt meine Haut sehr und ich verwende das quasi wie so ein Gesichtswasser und nehme damit noch Reste von meinem Gesicht runter, die ich vielleicht noch nicht richtig abschminken konnte. Und damit kommt meine Haut auf jeden Fall sehr, sehr gut zurecht. Dann ist auch noch ein weiteres Produkt zum Thema Gesichtsreinigung leer gegangen. Und zwar verwende ich sehr gerne von Balea den milden Reinigungsschaum. Den verwende ich als zweiten Schritt. Als erstes verwende ich nämlich von Balea das Abschminköl. Damit nehme ich erstmal ja, den größten Teil meines Make-ups vom Gesicht runter und den zweiten Teil macht dann der Reinigungsschaum. Davon nehme ich mir dann immer einen Pumpstoßer, verteile den dann in meinem Gesicht und massiere das richtig schön ein und nehme das Ganze dann auch wieder mit Wasser ab. Und dieser Reinigungsschaum ist sehr, sehr zuverlässig und reinigt mein Gesicht gut. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden und würde mir den auf jeden Fall nochmal kaufen und kann den euch auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe jetzt als nächstes nur erstmal ein Produkt von Neutrogena, was ich teste. Normalerweise verwende ich immer die Deos von CD, diesen aluminiumfrei und ich mag da am liebsten die Sorte Citrus. Allerdings, wenn ich weiß, dass ich so ein bisschen mehr Unterstützung brauche über den Tag, weil es sehr heiß wird oder weil ich einen stressigen Tag vor mir habe oder weil es sonst wohin geht, dann nehme ich ganz gerne mal aluminiumhaltiges Deo. Und ich habe von Rexona einmal den Stress Control Stick, den finde ich richtig gut. Und dann wollte ich es gerne mal mit ja, so einem Spray hier probieren. Das ist das Invisible Aqua Spray und das soll einen angeblich 48 Stunden schützen und keine weißen Rückstände auf der Kleidung hinterlassen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also bei mir ist wirklich alles schwarz geblieben, auch wenn ich das so drüber gesprüht habe, ist wirklich nichts passiert. Das war wirklich super. Aber ich muss sagen, dass mich das nicht so gut geschützt hat wie der Deo-Stick. Also ich nehme ja eigentlich das Deo ohne Aluminium und das schützt mich sehr. Und das hier hat mich an manchen Tagen weniger geschützt. Also da ist es mir einmal passiert, dass mich mein Deo wirklich verlassen hat. Und das passiert mir wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und ja, keine Ahnung, woran das lag, ob ich zu wenig genommen habe, wie auch immer. Also hier, das war immer so ein Auf und Ab. Mal hat es mich geschützt, mal nicht. Und ich habe eigentlich immer gleich viel benutzt. Von daher ist es irgendwie komisch mit diesem Produkt. Ich werde mir als nächstes auf jeden Fall wieder den Stick holen, weil ich damit einfach bessere Erfahrungen gemacht habe. Und wenn ich damit sprühe, dann kann ich nicht atmen oder ich kriege dann so einen Hustanfall. Und ich glaube auch nicht, dass das ganz so gesund für die Atemwege ist auf Dauer. Dieses Multitasking Spray hier von NYX Cosmetics, das hat auch ewig lange gehalten. Ich habe es einfach nicht leer bekommen. Das hat bestimmt auch
zwei, drei Jahre gedauert. Also ich verwende das nicht jeden Tag, sondern einfach mal so nach Bedarf. Das ist ein Prime Set and Refresh Spray. Und ja, das habe ich manchmal vor dem Make-up aufgegeben oder auf mein Make-up-Schwämmchen, um meinen Concealer einzuarbeiten oder einfach dann nach dem Make-up. Und ich habe jetzt sehr viele verschiedene Wege getestet und ich finde das vor allem im Sommer auch nochmal sehr erfrischend. Und wenn man das auf sein Make-up-Schwämmchen gibt, dann habe ich das Gefühl, dass ich das Ganze noch so ein bisschen smoother einblenden kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht für mich auf Dauer keinen Unterschied. Also es ist ja auch kein Setting Spray. Ein Setting Spray sorgt ja dafür, dass das Make-up wirklich so an Ort und Stelle bleibt und nicht so schnell verrutscht und in die Fältchen und Poren rutscht. Das ist nicht dafür da und dementsprechend hat es das auch nicht gemacht. Also ich fand das okay. Ich habe jetzt auch noch ein weiteres Produkt hier, weil mir das mal als PR-Sample zugesendet wurde. Das werde ich auch weiterhin benutzen. Aber das ist jetzt kein Produkt, von dem ich sagen würde, das braucht man auf jeden Fall. Für mich hatte das keine große Wirkung und deswegen werde ich mir das auch nicht nochmal kaufen. Aber ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal in einem Aufgebraucht-Video sehen. Jeden Tag, wenn ich mich dusche, verwende ich dieses Produkt hier von Babylove. Das ist das Familienpflegebad. Das verwende ich, seitdem ich 16 Jahre alt bin, also die Hälfte meines Lebens. Ich habe das damals von meiner Frauenärztin weiterempfohlen bekommen. Und das ist eigentlich ein Badezusatz. Man kann den aber super zum Duschen verwenden. Der ist auch super gut geeignet für den Intimbereich und finde ich wirklich toll. Kann ich euch sehr ans Herz legen, vor allem, falls ihr trockenere Haut habt. Und jeden, den ich kenne, dem ich das empfohlen habe, der benutzt das jetzt auch seit Jahren. Also meine Mutter benutzt das, der Paul benutzt das, verschiedene Freundinnen von mir und wirklich sehr, sehr viele Leute, die ich kenne. Und zwischendurch mag ich dann auch gerne mal ja etwas gut Duftendes. Und da mag ich ja eigentlich am liebsten die Duschgels von Tetisep. Die finde ich ja ganz toll. Und ich mag zwischendurch aber auch mal ganz gerne von Bilou so einen Duschschaum, der auch sehr, sehr intensiv duftet. Und hier hatte ich jetzt zuletzt die Sorte Hey Lovely. Und ich muss nochmal schauen, nach was das hier genau duften sollte. Nach tropischer Hibiskusblüte und roten Beeren mit einer spritzigen Zitrusnote. Also für mich hat das einfach nur richtig stark nach ja, fruchtigen Beeren mit Zucker geduftet. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Man könnte auch meinen, dass es irgendwie so ein leichter Bubblegum-Duft ist. Also das ist wirklich so ein sehr süßer, aufdringlicher Duft. Wahrscheinlich auch eher für die jüngere Zielgruppe. Aber trotzdem hat der mir sehr gut gefallen. Ich mag den Duschschaum insgesamt von Bilou sehr gerne. Der ist schön fest und fühlt sich einfach sehr angenehm an auf der Haut. Ich vertrage den auch gut. Und Paul benutzt den dann auch gerne mal mit. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, zwischendurch mal etwas zu verwenden, was sehr, sehr intensiv duftet. Diese Mascara hier wurde mal total gehypt. Das ist von Maybelline die Colossal Curl Bounce Mascara. Ich finde, die sieht von der Packung her auf jeden Fall ganz cool aus. Und ich zeige euch auch mal gerade das Bürstchen. Die Bürste ist sehr geschwungen, weswegen sie sich dem Wimpernkranz sehr gut anpasst. Und ich würde sagen, das ist so die größte Besonderheit daran. Die Borsten sind oben etwas kürzer als unten, sodass man die Wahl hat, welche Seite man da verwenden möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die ersten Male hat sie bei mir recht schöne, lange Wimpern gemacht. Aber sie waren wirklich sehr voluminös und zwar so fliegenbeinähnlich voluminös. Also mit der muss ich immer sehr, sehr aufpassen. Und nach einer Stunde oder so habe ich so schlimme Panda-Augen von dieser Mascara. Das ist wirklich schrecklich. Deswegen, ich werde sie nicht aufbrauchen. Ich habe versucht, sie teilweise unter anderen Mascaras zu verwenden. Ich habe sämtliche Sachen probiert oder mal andere Lidschatten getestet oder eine Eyeshadow Base, einfach damit auch mein Augenlid nicht mehr so fettig ist. Aber daran liegt es anscheinend nicht. Also die funktioniert für mich leider einfach nicht. Von daher, ja, ist echt schade, weil die war relativ teuer. Aber mit der werde ich einfach nicht warm. Ein Produkt aus meiner Hautpflege ist auch leer gegangen. Und zwar dieses Serum hier von Yepoda. Das ist der The Repair Hero. Und den verwende ich immer direkt nach der Gesichtsreinigung. Also dann, das Ganze kommt hier mit so einer Pipette. Habe ich mir einfach was auf meine Hände gegeben und das Ganze dann auf meinem Gesicht aufgetragen. Habe das dann ein bisschen einziehen lassen und dann meine Tagespflege oder Abendpflege drüber gegeben. Ich habe das Produkt morgens und abends verwendet und fand es wirklich gut. Da ist Niacinamid drin und Niacinamid ist ja wirklich dafür bekannt, eine oxidative Wirkung zu haben. Das kann die Hautalterung verlangsamen, die Poren minimieren und einfach für ein tolles Hautbild sorgen. Und deswegen ist Niacinamid auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man das Ganze täglich anwendet. Und ja, dementsprechend, als ich das verwendet habe, hat sich meine Haut immer super angefühlt. Ich hatte kaum Hautunreinheiten. Klar kann hier und da mal ein Pickel entstehen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass mich dieses Produkt gut unterstützt hat und auch dafür gesorgt hat,
dass ja, meine Haut reiner war. Ein Shampoo ist auch noch leer gegangen. Und zwar habe ich hier von Syoss das Repair Shampoo. Das verwende ich wirklich schon ganz viele Jahre. Ich bin ja schon fast 12 Jahre mit dem Paul zusammen. Und der Paul, der hat das schon immer verwendet. Das war schon immer sein liebstes Shampoo. Und ich habe das dann einfach mit übernommen. Und habe zwischendurch ja nochmal andere Shampoos getestet. Und bin immer wieder hierzu zurückgekommen. Weil das sorgt wirklich dafür, dass meine Haare sich so richtig weich anfühlen danach. Also wenn ich meine Haare aufgeschäumt habe, erstmal schäumt das sehr schön. Das mag ich gerne, wenn da schöner Schaum entsteht. Wenn ich das Ganze ausspüle, dann fühlt sich mein Haar sehr schön glatt und geschmeidig an. Und ich merke einfach, dass da keine Knoten drin sind oder sowas. Von daher gefällt mir das sehr gut. Ich verwende danach noch anderes Shampoo. Gerne das von Olaplex, genau. Oder zum Beispiel was von Kérastase oder so. Also das ist so der erste Schritt, um meinen Kopf zu reinigen. Und dafür gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Paul verwendet das auch, um seine Styling-Reste aus den Haaren zu bekommen. Der mag das auch total gerne. Und wir haben beide total unterschiedliche Haare. Er hat wirklich sehr, sehr dickes Haar und volles Haar. Und ich habe sehr, sehr, sehr feines und dünnes Haar. Von daher, für uns beide passt das gut und deswegen verwenden wir das auch weiterhin. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.